Heute machen wir das nächste Türchen auf. Mal schauen, was da los ist. Hallöchen! Hallo! Guten Tag! Wer bist du denn? Ich bin die Christa Schindler. Ich bin Pfarrerin hier im Krankenhaus und Seelsorgerin, könnte man auch sagen. Am besten, du guckst mal rum, was wir hier machen. Guck mal hier, was basteln heute und wollen mit dem, was wir alles basteln, den Adventskranz spücken. Wir haben hier ganz tolle Sachen schon gebastelt. Guck mal hier. Ja, ich sehe es schon. Sterne. Sterne, genau. Und wie lange machst du das schon? 17 Jahre lang. Bastelst du nur oder machst du auch noch was anderes? Ich bastel immer im Advent mit den Kindern für den Adventskranz. Und ich feiere Ostern und ich besuche Eltern. Ich taufe manchmal auch, wenn Kinder hier geboren werden und die Eltern möchten, dass die Kinder getauft werden, weil sie möchten, dass Gottes Segen und Gottes Schutz sie begleitet im Leben. Dann kann ich auch die Kinder taufen. Das machen wir manchmal in der Kapelle, aber manchmal auch am Krankenbett natürlich. Dann kommt die Familie und so. Aber ich begleite die Eltern auch, wenn sie keine Taufe möchten, und besuche die und begleite die in der Zeit, wo sie Angst haben um ihr Kind, wo sie kein Ende sehen, wenn die Kinder manchmal ganz viele Monate hier drin sind. Das ist die eine Sache. Ich begleite auch Krankenschwestern und Ärzte, wenn die Fragen haben, wenn es denen schlecht geht, wenn die traurig sind. Und ich mache eben auch was, wo ich denke, das normale Leben, was sie draußen führen würden, ein bisschen reinholen. Toll. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir die kirchlichen Feste feiern, auch wenn wir im Krankenhaus sind. Toll. Und deswegen versuche ich, dass wir so ein bisschen normales Leben und Alltag hier haben. Und deswegen lade ich dann einmal im Jahr zusammen mit dem Spielzimmer, das mir hilft beim Basteln, die Eltern und die Kinder ein, auch Kinder alleine, auch Mütter alleine oder Väter alleine. Und dann basteln wir hier so jeder das, was er kann. Und hinterher wird das alles in den Adventskranz gehängt und dann sieht das wunderbar aus. Liebst du deine Arbeit? Ja, sehr. Ich glaube, ich habe die schönste Pfarrstelle in Köln. Ich möchte mit niemandem tauschen. Wir machen hier Narkosen. Können die denn auch schön träumen? Ja, man muss sich auf jeden Fall vorher einen schönen Traum aussuchen. Schade, dass ich kein Kind mehr bin. Zu Ihnen würde ich auch gerne kommen.